Hallihallo, Hallöchen, meine Freunde, wieder zurück in Ark. Ich bin immer noch dabei am Ei ausbrüten. Da liegt's. Es hat jetzt noch, naja, 49 Minuten. Und bis dahin werde ich hier zu Hause mal ein bisschen Schweinkram machen. Ich habe mir jetzt schon mal zwei neue Werkzeuge gebaut. Und ich habe jetzt erstmal vor, mein Gewächshaus abzuernten. Damit das euch schön... Na Keule, machst du deinen Job auch gut? Keine Ahnung, hat immer noch Kacke im... in der Tasche, die ich ihm reingesteckt habe. Hab ich den doch aber auf Dings gestellt. Verhalten. Ich habe Wandern angemacht. Ja, wird schon passen irgendwie. Okay, Beete ernten. Ich habe ja hier mir ein paar schnubbelige Samen gebaut mit dem HG-Mod. Da haben wir hier einmal Seide. Die brauchen wir für Seideklamotten. Und wir haben hier Gift. Das wir sonst nur von die Quallen kriegen. Ach, ich wollte doch gar keinen Kothaufen da reinstecken. So. Und hier haben wir Schwefel. Und Honig. Und hier das wahrscheinlich geilste Element. Und der Rest sind, glaube ich, alles Standardzeugs. Also man kann mit dem HG Seed, schlag mich tot. Wie heißt er doch gleich? Ich laufe da gerade mal eben hin. Ich habe schon wieder vergessen. Hier, das olle Fass. Mit dem HG Seed Crafter, falls ihr euch den Mod besorgen wollt, sehr, sehr, sehr hilfreich. Der macht das ganze Spiel um einiges einfacher. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, wenn ihr nicht stundenlang damit verbringen wollt, irgendwelche seltenen Ressourcen zu besorgen. Dieses Ding reißt es voll raus. So, jetzt schmeißen wir die Scheiße erstmal alles kurz da rein. Und noch den Krempel vom letzten Mal in der Tasche. Ach ja, Anneliese habe ich ja auch noch in der Tasche. Guck mal, Anneliese kommt jetzt erstmal zurück in ihre Garage. Bis wir sie das nächste Mal brauchen. Na, 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 na. So. Anneliese hat ein Ei gelegt. Gut. Dann haben wir das Gewächshaus einmal abgefrühstückt. So, jetzt brauchen wir aber weiter. Habe ich überhaupt noch Eisen? Metallbarren habe ich noch paar. Dann haben wir nämlich den nächsten Mod, der es uns etwas vereinfacht. Und zwar ist das hier die Upgrade-Station aus dem S-Plus-Mod. Will man auch nicht mehr missen. Da kann man nämlich die Werkzeuge hier einmal schön upgraden. Das braucht immer ein bisschen Material, also dasselbe Material, was man zum Bauen benutzt. Und dann kann man die damit einmal hochschießen. Da brauchen wir Leder, da hole ich mal eben noch ein bisschen Leder. Da müssten wir ja genügend von haben. So. Fupp. So, und schon ist das Ding in hellblau. Zack. Sweet. Okay, weil es so schön ist. Dasselbe kannst du natürlich auch mit Klamotten und Sätteln und allen möglichen anderen Scheiß machen.
Selbst mit gemoddetem Zeug geht das ganz hervorragend. Und jetzt gehen wir einmal wieder die obligatorische Runde drehen. Kurz da oben mal ein bisschen Eisen wegpicken. Und ein bisschen Kristall und ein bisschen von allem anderen. Und dann brauchen wir noch ein neues Gewehr und neue Munition für Betäubungsgedönse und so weiter. Dass wir den Verlust ersetzt kriegen von unserem Quatsch, was uns dort passiert ist. Aber wir werden nicht den Sand in den Kopf stecken. Und einfach so weitermachen. Tja. Heute ist Montag. Montag ist Schontag. Wer noch nicht reingeschielt hat. Ich habe jetzt am Wochenende auch noch ein neues Projekt angefangen. Ein neues, altes Projekt wieder aufgewärmt. Ich wollte das schon mal machen und bin dann irgendwie, weil es so kacke war, von abgekommen. Und nachdem ein paar Kollegen mich darauf hingewiesen haben, dass es doch mittlerweile durchaus spielbar ist und auch durchaus Spaß macht und es ist viel zu fummeln und viel zu forschen und viel zu auch Questen gibt, habe ich beschlossen, ich werde mich nochmal mit Fallout 76 beschäftigen. So nebenbei immer mal ein bisschen. So wie es halt gerade passt. Nachdem ich, glaube ich, wie es jetzt aussieht, auch das OBS endlich im Griff habe, kann ich da ja nochmal ein Auge drauf werfen. So, es dauert halt manchmal alles ein bisschen länger bei mir und auch zu raffen, wie man irgendwas richtig einstellt. Ich habe da, weiß ich, keine Ahnung, stundenlang irgendwelche scheiß Tutorials gelesen, die alle irgendwie nicht geholfen haben, dass das Ruckeln im OBS verschwindet oder bei der Aufnahme. Jetzt habe ich da so lange dran rumgespielt, bis das jetzt scheinbar doch tatsächlich läuft. Und ich find's cool. So. Knack. Was haben wir jetzt so? Ja, komm, soll erstmal reichen. Ich will euch ja nicht ewig mit Farmen beschäftigen oder belästigen oder. Ich bin glücklich, dass ich ja Drachen habe und ich bin glücklich, dass ich jetzt auch den großen, also habe ich noch nicht, aber das große Ei gefunden habe. Da werde ich auch gleich mal noch Milch für kochen. Ja, auch das können wir selbst tun. Wir brauchen keinen Drachen schlafen legen und den an die Zitzen gehen. Wir haben durch die HG-Kibbel-Maschine-Dingsbums, da können wir uns unsere eigene Milch kochen. Die gute Öko-Bio-Milch für gesunde Ernährung. Dann werde ich demnächst das da die Plattform oben ausbauen, dass die ein bisschen schnuckeliger wird. So, kommt das Eisen in die Schmelze. Am Haus mal hier noch mal ein bisschen rumwursteln. Ach, guck mal, ich kann ja auch noch Filet brauchen. Ach, siehste, ich brauche hier auch noch geräuchertes Zeug. Ey. Ach so, das war die Schmiede. So ist besser. Ja, dann haben wir Seide. Da werden wir irgendwann mal mit der Seide, werden wir uns irgendwann mal diese Wüstenklamotten bauen, die schnuckeligen. Die finde ich eigentlich ganz hübsch.
Und die sollten eigentlich auch erreichen. Wir haben ja genug Level, die wir noch leveln können. Da können wir die Resistenzen noch ein bisschen anziehen. Die Scheiße schmeiße ich jetzt einfach. Habe ich jetzt die Kacke gegessen? Oh nee, ich wollte sie wegschmeißen. Jetzt habe ich die Kacke gegessen. Ich gehe kaputt. Nein, sterbe ich jetzt? Sterbe ich jetzt? Stirbt man an der Kacke oder war das bloß bei Atlas so? Ach nein, man stirbt nicht dran. Das war nur bei Atlas so. Sehr gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich wollte ein Gewehr bauen. So. Metall. Nein. Waffen. Entfernt. Ist eine Armbrust drin? Wollen wir nicht. Schusswaffen. Flinte. Pullen. Bauen. So, dann upgraden. Wenigstens ein bisschen. Das kostet doch etwas mehr Eisen. Da werden wir nicht weit kommen. Grüne. Bäm! Ne, weiter geht's nicht. 412 Metallbarren. Okay. Aber wenigstens schon mal lila. Schon mal lila. So, dann brauchen wir Munition. 300 Barren, Munition, Waffen, Munition, da habe ich bestimmt. Scheiß Schießpulver nicht mehr. Puh. Muss mal gucken, ja, wie sieht es denn aus mit Holz, Kohle, Kohle habe ich. Kohle habe ich, dann haben wir der Spooky Powder, müssten wir eigentlich auch noch haben, ein bisschen. Bisschen. Ah, Schießpulver habe ich ja doch noch welches. Guck mal, Zündpulver, Schießpulver. So. Munition. Ich würde erstmal 100 nehmen, falls das geht. Ja, das geht. Narkos. Narkos, die sind auch hier. Zack. Dann kann das bauen und dann werden wir mal demnächst noch anfangen oder jetzt mal gucken, kann ich das vielleicht jetzt wo wir ein bisschen Element übrig haben? Nee, das ist Quatsch. Ein Vivarium. Absorbierendes Substrat habe ich leider nein. Tech-Elevator werden wir auf jeden Fall brauchen für den, um da oben auf die Plattform nachher zu kommen. Wo war das doch gleich? Jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Schon alles. Scheiße, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein neues Level. 108. Juhu. So, bist du fertig? Dann mache doch jetzt einmal Munition. 100 davon.
Wie 55? Ah, die Metallbarren gehen zur Neige. Guck, da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch ein paar. Ah, da werde ich dann, wenn wir die Folge hier rum haben, werde ich da mal noch ein paar von Hand bauen. Nein. Will ich ein bisschen farmen gehen, damit ich wieder Eisen reinkriege. Metall. Metall, Junge, das heißt Metall. Ich müsste eigentlich jedes Mal, wie ich Eisen sage, den Kopf auf den Tisch klopfen. Ob ich es irgendwann mal raffe, dass das Zeug Metall heißt. So. Ey, ich hab gedrückt. Huch, so viel sollten es gar nicht werden. Na gut. Dann bau mal schön, bau mal schön. Dann gucken wir jetzt nochmal, wie sieht's mit dem Ei aus. Gute halbe Stunde noch. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Aber noch machen wir nicht Schluss. Wir können noch ein bisschen drüber nachsinnieren, was wir denn so als nächstes. Also ich habe auf jeden Fall, apropos, ich müsste mich einmal bedanken beim guten Aaron Langstaff. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen, der die Vorlagen für die Hütten, für die Häuselchens hier so geliefert hat. Ich habe sie mir teilweise ein bisschen angepasst. Ich werde auch hier noch ein bisschen dran was machen. Und zwar diese Holzpylone gegen Steinpylone ersetzen. Ja. Und auch hier drin habe ich es ein bisschen anders gebaut, weil es war ein kleines bisschen schwierig wegen der Schräge da hinten. Aber so, das Grundskelett stammt vom guten Aaron. Die ganzen How-to-Bau-Dinger könnt ihr euch bei YouTube anschauen. Ich werde sie nicht extra verlinken, aber das ist ja zu finden. Genau, also nicht ganz auf meinen Mist gewachsen. Irgendwo abgekupfert. Trotzdem sieht es schön aus. Und dieser, das wollte ich gerade eigentlich erwähnen, hat auch eine schöne Rex-Garage konstruiert. Und die werde ich demnächst versuchen mal nachzubauen. Da werde ich wieder Kopfschmerzen kriegen, glaube ich. Da habe ich unten da noch ein bisschen Platz da hinterm Tor. Das wird dann umgeschoben und hin und her geschubst und umgefummelt. Und dann stecken wir uns da so eine Rex-Garage zusammen. Und man sieht's. Ich glaube, es wird spät. 20.11 Uhr. Also Spielzeit. Wird gleich dunkel. Und ja, zusätzlich werden wir demnächst dann noch versuchen, ein paar wieder Viecher zu fangen. Para. Wenn wir aus den großen Drachen haben, dann versuche ich die auch erstmal zu krallen, bevor ich die an Ort und Stelle von mich von denen fressen lasse. Da gab es ja auch einen guten Tipp. Von wegen schnappen und woanders hinschleppen. Was ist hier los? Ich habe einen Frosch im Hals. Frosch im Hals sagt mir dann am besten, wir machen diese Folge ein kleines bisschen kürzer, bevor wir hier noch dumm weiter um den Brei rumschnacken. Werde ich mich jetzt verabschieden, dann doch, und sag mal, wir sehen uns, wenn ihr es wollt, wenn nicht, dann gucke ich mir die Scheiße selber an, die ich hier verzapfe. Macht's gut, bis dahin, tschüss.